Schönen Montagabend, cool, dass ihr eingeschaltet habt. Eine neue Truck Racing Folge kommt wieder auf euch zu, auf eurem Sender Schweiz 5 natürlich. Dieses Mal haben wir wieder einen Talk für euch parat gemacht, und zwar euer Truck-Renn-Team stellt sich nochmal am Ende der Saison schnell vor. Ich würde sagen, ciao Lukas, schön, dass du bei mir bist im Studio hier. Tschüss Kevin, freut mich. Wie ihr seht, es geht wieder hier schnell um das Truck-Renn-Team, gerade am Anfang. Das wäre ich bin der, der eigentlich immer bei den Rennen dabei ist, und der Lukas, der Kameramann. Kannst du dir vielleicht noch mal schnell vorstellen? Vielleicht haben die noch nicht alle Zuschauer draußen gesehen. Genau, so wie gesagt, Lukas Süderlin ist mein Name. Ich habe dich meistens begleitet, zusammen noch mit dem Tobias Lehnherr. Der war auch dabei, das sollte man auch erwähnen. Genau. Wir waren ja die, die die Saison den Markus Bösiger vor allem begleitet haben im Truck Race. Genau. Und wie hat dir so die Saison gefallen? 2013, wenn du jetzt so ein bisschen drüber schaust, Fazit, wir haben viel erlebt, sie waren viel on Tour gewesen, jetzt ist es fertig. Bist du ein bisschen traurig, dass sie fertig ist, die Rennsaison? Gut, ist natürlich immer schade, oder? Also, man reist ja gerne ein bisschen mit dem Markus Bösiger und Team MK herum. Und in die verschiedenen Länder ist schon interessant. Und es ist eigentlich schon schade, dass es vorbei war. Wobei, so wie es ausgegangen ist, ist es wieder weniger toll gewesen, oder? Wenn du jetzt so auf die Rennsaison schaust, also ja, ein paar Erlebnisse haben wir ja gemacht. Was ist dir so geblieben, so alles summa summarum? Ich meine, was wirklich ein eindrückliches Erlebnis war, war auch der Crash in Zolder. Aber was ist jetzt so für dich die Eckpunkte? Und jetzt musst du sagen, das ist für mich geblieben hängen von dieser Truck Racing Saison jetzt von deiner Sicht her. Gut, bei mir ist sicher mal geblieben hängen das letzte Rennen. Weil das ist das Wetter natürlich ganz gut gewesen. Und eben der Crash von Markus Bösiger, ich glaube der Crash of the Year gewesen. Haben sie da Kühe gehabt. Und das sind eigentlich die Punkte, die mich imponiert haben. Ja. Ja, wirklich. Ja, was mir auch cool hat, ist eben das Wetter, dass man alles erlebt. Wir jetzt in Misano haben wir wirklich sehr, sehr heiß gehabt. Und bis Le Mans, wo es jetzt nicht mehr so wirklich warm war, oder? Also, man erlebt da einiges durch. So, he? Wobei, diese Saison hat es mir eigentlich gar nicht schlecht gedacht. Also, ja, Nürburgring haben wir schön gehabt. In Le Mans war es schön, wo eigentlich bekannt ist, dass es regnet oder sonst etwas. Also, vom Wetter war es eigentlich nicht so schlecht. Ich glaube, trocken war fast jedes Rennen. Ich wüsste jetzt stimmt, nicht, ja, ab und zu ein paar Tröpfchen, aber sonst. Ja, vielleicht kommen wir jetzt zum Punkt, wo sind wir eigentlich überhaupt überall gewesen? Wir waren ja an manchem Rennen. Würdest du vielleicht schnell den Zuschauern sagen, wo wir genau überall waren? Angefangen haben wir in Misano, Italien. Ganz schön gewesen übrigens. Also, mega schön Wetter, mega eben, warm. Eben, eines von den besten Rennen, dunkel. Spanien, Navarra sind wir auch gewesen. Nogaro, Spielberg, das erste Mal dabei gewesen, Red Bull Ring. Nürburgring, ganz klar, Smolensk. Most, Zolder, Charama und Le Mans. Genau. Ja, bei vielen Rennen, an vielen verschiedenen Orten. Jetzt wollen wir noch schnell ein bisschen Revue passieren. Was haben wir so für Eindruck rausgesammelt? Also Misano für mich war mega warm. Der Auftakt, alle waren total euphorisch. Der ganze Truckrennsport, es lebt eine neue Saison, alle sind top motiviert. Das ist eigentlich das, was mir am ersten Rennen immer am besten gefällt. Oder? Alle haben riesen Pläne, es ist noch alles offen. Natürlich die schönen Girls in Misano sind immer legendär. Und was hast du so für das Truckrennen? Was würdest du sagen so über Nogaro? Was haben wir dort erlebt? Also Nogaro haben wir, was haben wir dort erlebt? Das war auch ganz schön gewesen. Also es war natürlich dann das dritte Rennen gewesen, gell? Also sie die ersten Punkte schon entschieden gewesen. Aber auch in Nogaro war das Wetter eigentlich nicht schlecht gewesen, mir dunkt. Ja, da haben wir eine chaotische Herrenfahrt gehabt, relativ lang durch die Nacht mit diesen Maltstellen, gell? Das ist natürlich das, ja. Wo wir ein paar Pannen hatten. Es ist natürlich halt der Anfahrtsweg, aber ich meine, wenn du eine gute Sendung daraus machen kannst, und es war ja toll dort. Absolut. Ja. Jetzt kommen wir zu Le Mans. Das Abschlussrennen, das Grande Finale. Ich glaube, das ist eigentlich das, was am spannendsten ist für die Zuschauer daheim. Jetzt erzähl mal, wie hast du es gefunden? Wie ist das Grande Finale reingekommen? Ist es wirklich als legendärer Abschluss gewesen von dieser Truck-Rennsaison oder ist es nicht das schönste Rennen gewesen, jetzt von dir aus gesehen? Legendären Abschluss, ich weiß es halt nicht. Also, fangen wir mal von vorne an, das Wetter war ganz schön. Das, schon mal der erste Punkt. Das erzählt, erste oder? Punkt für, genau, Le Mans. Für Le Mans. Genau, was dann im Verlauf von der Renntage war, ist, naja, Jochen Hahn halt, wie immer, oder? Also MAN, ich weiß es nicht, aber es hat mich gedacht, das hat so ein Zusammenspiel gegeben mit anderen Teams. Wir haben auch Rennbilder gesehen. Norbert Kiss hat ihn vorgelassen. Ja, das meine ich. Da hat man sich auch gefragt, ich habe noch mit Markus Bösiger darüber geredet. Es ist schwierig zu sagen, oder? Rennsport, der Zuschauer nimmt eigentlich an, der schnellste gewinnt.
Aber das ist eigentlich in keinem Rennsport so. Es wird viel hintendurch, wird da Sachen abgemacht und werden andere Autos vorgelassen, für das eben mit den Punkten stimmt. Findest du das gut? Oder ist das nicht das, was der Zuschauer eigentlich sehen oder was wir auch wollen, können übermitteln können? Nein, ganz klar nicht. Also, wenn es ein Rennen sagt ja auch, es geht der, der am besten fährt, der die Chance nützt, wenn sich die anderen verbremsen und so. Und sich miteinander absprechen und so etwas ausmachen. Naja. Ja, das ist ein bisschen, haben wir etwas gemerkt im Publikum? Haben die das realisiert, die meisten Leute, dass da irgendetwas im Gang ist oder ist das gar nicht so übergekommen? Sie haben jetzt nicht gebaut, oder wie zum Beispiel nein, aus der Formel 1, wo sie doch dann haben, Ferrari fahren lassen. Das war auch nicht so bewusst bei den Zuschauern. Aber wenn du die ganze Saison das verfolgst und so und noch weißt du ein bisschen, wie es geht. Kennst du es? Kennst Leute, kennst Teams. Und dann, wenn du natürlich dann noch solche Rennbilder siehst, wie aus Le Mans, eben das Ding, das man vorher gelassen hat, Nordbeckis, das war offensichtlich, oder? Ja, klar. Einfach zum mit Antonio vielleicht eins reindrücken oder was weiß ich. Und dann gibt es ja noch Sponsoring zwischen den Teams, wo gesponsert wird, das Jochen Hahn-Team von gewissen anderen Teams. Ja, vor allem eben der Jochen Hahn hat ja, der baut dem René Reiner seinen Lastwagen. Genau. Norbert Kissi Lastwagen, das ist der letztjährige Lastwagen von Jochen Hahn. Er tut die Lastwagen unterhalten. Er ist zwar ein fairer Mann, habe ich gehört von Markus Bösiger sagen, dass er wirklich Top-Material weitergibt. Aber eben darum hilft mir ihm dann auch ein bisschen. Ja, es ist ein bisschen schade, aber eben, vielleicht haben sie Schwein und das haben nicht zu viel realisiert, weil sie eben nicht kennen, wie die Verknüpfungen hinten dran halt so funktionieren im Truckrennsport, oder? Das ist natürlich das, aber eben ist ziemlich schade, oder? Weil ja, wir erwarten etwas anderes. Wie ist es sonst so empfunden? Es sind viele Leute gekommen nach Le Mans. Die Franzosen haben das wirklich cool gefunden, das Rennen. Also es ist wirklich ziemlich viele Leute jetzt dieses Jahr gehabt. Ich glaube, 2012 waren es nicht so viele gewesen. Ja. Und sie haben natürlich auch dann noch Showspotten, wie man es halt kennt, gell? Genau. Ist natürlich für die Leute immer interessant. Aber im Großen und Ganzen sind viele Leute gekommen und sie waren, glaube ich, zufrieden gewesen. Hat es auch wieder ein Feuerwerk gegeben, oder? Wie letztes Jahr? Ich meinte es, ja. Mhm. Super. Cool. Ja gut, ich würde doch sagen, jetzt ist der ideale Moment, unsere Einspieler zu zeigen. Wir haben die ganze Truckrennsaison mal so ein bisschen zusammengeschnitten, ein bisschen einen Mix gemacht. Interviews, Rennbilder. Für euch einfach mal wieder ein bisschen ins Gedächtnis, so ein bisschen Revue zu passieren. Die ganze Saison 2013. Hier der Einspieler. Viel Vergnügen und viel Spass. Böse, erste Startreihe, ich wünsche dir viel Glück. Bist du nervös? Ja, ich bin brutal nervös, ja. Zelt, besser gesagt im Renault-Zelt, ist mir noch jemand begegnet. Eine Prominenz kann man sagen. Vielleicht nicht im Trucksport, aber auf anderen Ebenen, sagen wir mal. Kevin Schlepper, was führt dich hier nach Misano? Ja, ich bin natürlich ein Freund von Markus Bösiger und er hat mich doch eingeführt in das Truck Racing. Und von dem her gesehen bin ich dann mit ihm hierher gekommen und seit ein paar Jahren jetzt doch auch immer ein bisschen angefressen dabei. Weil, wenn man natürlich jemanden kennt, ist es etwas anderes und auch sonst, das ist wirklich eine tolle Sache. Sind wir vom Radstand her ähnlich wie dem Rennen, aber das heisst natürlich noch nicht, dass wir gleich schnell sind, weil wir natürlich alles zusammenpassen, die ganze Motorencharakteristik und alles, die ganze Bremsanlage und also ich bin selber das recht spannend für mich. Hat es nicht mehr gelangt zum Testen oder aus welchem Grund seid ihr hier umtesten? Wahrscheinlich hat dort keine Zeit gehabt. Ja. Nein, oder? Wenn man denkt, das Team ist im Prag daheim, also in Rautnitz, das ist Prag, die haben von Misano zuerst müssen. Wir fahren auf die Frage, weil wir dort die ganze Geschichte auseinanderhütteln, die Autos kürzer machen.
zusammensetzen. Und Navara hier das auch, über 2000 Kilometer weg vom Team. Du bist der einzige Schweizer im Starterfeld. Wir wünschen dir viel, viel Glück für das Rennen. Jetzt kommt es sicher gut. Es ist ziemlich warm draußen. Wie fühlst du dich? Ja, wie immer die dritte Reihe ist immer so ein bisschen... Besser ist natürlich immer im Vorderseite. Einen relativ guten Start gehabt und der David und ich haben zusammen gefeitet oben. Ein paar Kurven nebeneinander. Ende Gegengrade habe ich nachher eigentlich recht spät gebremst und dort wird immer noch gequetscht und gefolgt. Fühlt sich gut an, ja. Erster Sieg mit MAN und ja, bin ein bisschen stolz. Hat schon Spaß gehabt, weil es war kein einfacher Sieg. Bin von 5 gestartet, dann hat es vorne ja, ein bisschen geraucht. Einen Platz hatte ich direkt am Start gut gemacht und dann noch den Jochen überholt, ohne Berührung. Also auch kein Ansatz für den Herr der Nächte, von daher, ja. Musst du uns schon noch erzählen, wie du den Jochen überholt hast? Was hast du für einen Trick benutzt? Ich meine, freiwillig hat er sicher nicht gegeben. Nein, hat er nicht. Der Jochen hat ein Problem gehabt auf der Bremse und beim Einlenken. Da hat ihm nur mal das innere Vorderrad gestanden. Hat sich schon so angedeutet. Ich habe halt versucht, immer dran zu bleiben. Und einmal war halt der Fehler so groß, dass ich die Gegengrade schon so halb daneben fahren konnte. Hat er dann auch die Innenbahn zugemacht. War ich außen halb daneben. Nächste Kurve konnte ich dann halt innen rumfahren. Und ja, hat sich nur über 3 Kurven erstreckt, aber das ist normal im Truckracing. Gut, dann freuen wir uns für deinen Sieg. Danke vielmals. Ja, du freust dich. Für mich? Selbstverständlich. Markus, dein Auto ein bisschen ramponiert ausgesehen nach dem zweiten Rennen. Oder besser gesagt, es ist nicht ganz so rumgelaufen. Was ist passiert? Ja, am Start, ich bin nicht richtig weggekommen vom Start, es wäre einigermaßen noch gegangen, aber die zweite Kurve
dem rechten Ecke ist, habe ich dann eine verpasst bekommen, hinten. Ich habe mich voll in Reiner reingeschoben und habe mich beide gedreht. Ja, dann sind wir die Zinges gegangen und wieder ein Feld von hinten anschauen. Ja, ich denke, die erste Kurve ist ein bisschen massgebend und ich denke, von den ersten 18 Piloten, wenn keine Fehler macht auf dieser Strecke, ist es praktisch unmöglich zu überholen, ohne dass du ein bisschen möpfst oder reinlaufen lässt. Dass einfach das Risiko eingehst, dass es crasht, aber ich denke nicht, dass es viel Überholmanöver gibt. Start gehabt und der Kiss hat dem Cornermarker 1 verpasst und dann der Röse auch noch gerade 1 und dann ist dann die Luftflogger gekommen und hat mir dann die Scheibe reingedrückt und dann hatte ich einen Glassplitter in den Augen gehabt, nicht mehr recht gesehen, die Scheibe ist immer weiter reingekommen und hat immer wieder abgebröckelt und so haben sie mich dann eigentlich rausgenommen, also für Sicherheitsgründe. Antonio war dann gegen Schluss schneller, hat auch gedrückt, ich konnte es dann aber zum Glück abwehren. Passt.
Ja, das Wichtigste ist ja eigentlich Top, also Top Power, also Top Leistung. Stehen wir in den MON eigentlich überhaupt nicht noch. Aber das Wichtigste ist ja im Truck Racing, dass du das durchdrehende Rad kannst unter Kontrolle halten. Also jeden Zentimeter, wo das Rad durchdreht, verlierst du an Zeit. Und das kannst du natürlich mit einem Motor, der eine sehr sanfte Leistungsentfaltung hat und eben dann kommt, wenn du ihn brauchst, kannst du ihn viel besser kontrollieren, als mehr mit unserem Bumper diesem Motor. Erstes Rennen Nürburgring, Heimspiel für dich und wie fühlst du dich? Voll motiviert, oder? Wir sind da die Haarspitzen. Also wir sind schon motiviert, aber hatten jetzt natürlich durch das, dass wir nicht permanent am Trainieren sind, haben natürlich viele Probleme mitgebracht von Misano nach hier. Wir waren zwischendurch nicht mal testen und ich denke, dass wir heute Morgen das richtige Setting gefunden haben. Also im Warm-up habe ich mich recht wohl gefühlt. Schauen wir mal, was wir jetzt aus dieser in Anführungszeichen schlechten Platzierung rausholen können. Dein Ziel oder deine Hoffnung, was hier rauskommen könnte bei diesem Rennen? Gut, man muss realistisch bleiben. Ich meine, die Performance von den Werksteams, die ist mittlerweile so enorm angestiegen und ich bin absoluter Realist. Also ich sage mal, wenn ich so auf dem 12. Platz landen könnte, wäre ich also überglücklich. Dann wünsche ich mir dir viel Glück fürs Rennen und hoffen das Beste für dich. Danke, okay, danke vielmals. Heute ist wenigstens kein Regen hier. Schlecht für dich, oder? Absolut schlecht. Also in Nürburgring müsste es eigentlich regnen, wenigstens bei den Rennen, dass die Zuschauer nicht die ganze Wochenende im Regen sitzen. Aber für das Team Schwabentruck wäre Regen natürlich sehr willkommen. We'll be right back.
Strecke ist technisch ziemlich anspruchsvoll, also nicht ganz einfach zum Fahren, aber ist für alle gleich. Beim Rennen selber hat der Mika nicht ganz so einen guten Start gehabt wie ich und ich habe das ausgenutzt. In der ersten Kurve hat er mir genug Platz gelassen und konnte dann ein kontrolliertes Rennen fahren, habe versucht ein bisschen Abstand zu machen zu Mika, habe gewusst, dass er auch ziemlich breit ist im zweiten Rennen und das hat mir natürlich geholfen. Erster Rennen hatten wir ein kleines Setup-Problem und da war ich echt unterlegen. Das hat man auch gesehen vom Abstand. Jetzt im zweiten Rennen konnte ich wieder kämpfen. Und so macht es auch Spaß, wenn man überholen kann, wenn man angreift, wenn man sich der Gegner zurechtlegt. Und so macht es Bock. Ja, ich denke, dass es sich voll zuspitzt bis am Ende von mir. Und ich kann es vorwegnehmen, hier ist es saukalt. Elli, du hast jetzt hier einen neuen LKW, der auch noch eine neue Farbe hat. Wollen wir erstmal auf den neuen LKW eingehen? Wieso fährst du jetzt Freightliner und kein Mercedes mehr? Ja, also ganz grundsätzlich, ich habe ja anderthalb Jahre mich auf dem Mercedes versucht, aber irgendwie ging es nicht weiter voran, ganz im Gegenteil. Wir haben eine sehr, sehr schwere Saison gehabt und als der Stammfahrer hier, Juri Igorov, sich den Arm gebrochen hat und schon in Most ersetzt wurde, kamen so erste Gespräche auf, ob man nächstes Jahr was zusammen machen kann und dann, wie gesagt, er hat sich den Arm gebrochen, hat es auch nicht hingekriegt, die letzten zwei Rennen zu fahren. Dann haben wir ganz kurzfristig vor Jarama entschieden, es ist eine gute Idee, wenn man doch im nächsten Jahr zusammenarbeiten möchte, bereits diese zwei Rennen, Jarama und Le Mans, als Testrennen im neuen Auto dann zu nehmen. Und deswegen bin ich hier gelandet mit großer Freude. Nein, wir waren nicht schnell. Die Rundenzeiten waren irgendwie knapp über 2.09. Es war gleich schnell wie im ersten Rennen und hinten haben sie ein bisschen einander den Weg versperrt und darum ist das im hinteren Teil ein bisschen langsamer gegangen. Ja, für Renault in Le Mans zu gewinnen, für Renault ist natürlich schon gut, aber für Renault wäre natürlich noch besser, überall gewinnen zu können. Jetzt habt ihr den Überblick wieder ein bisschen gehabt. Saison 2013, Impressionen, Bilder vom Racing, von den Emotionen der Leute, alles wild durchmischt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt, Saison 2013, um das ein bisschen abzuschließen, würde ich sagen, nochmal schnell die Rangliste. Wer ist erst, zweit und so weiter?
Erster Platz Jochen Hahn mit 417 Punkten. Zweiter Platz Antonio Albacete 412 Punkte. Dritter Platz Markus Österreich mit 316 Punkten. Ist jetzt gerade neu dabei mit dem Lutz Bern aus genau, dem Team. Genau, das Team gewechselt. Also schon dritt in dem Fall. Genau, ja. Vierter Platz Nobe Kiss mit 301 Punkten. Fünfter Platz David Wyszecki 294 Punkte. Sechster Platz Adam Lacko mit 227 Punkten. Siebter Platz unser Markus Bösiger mit 201 Punkten. Ein Punkt weniger als letztes Jahr. Genau, ja. Achter Platz Mika Mäkinen mit 155 Punkten. Neunter Platz René Reinert mit 108 Punkten. Und Benedikt Major mit 91 Punkten auf Platz 10. Das ist eigentlich cool, Benedikt Major, seine erste Saison. Und schon unter der Top 10. Schon unter der Top 10, oder? Ja. Hat natürlich auch gutes Material im Team Oxo, wirklich guten Lastwagen bekommen. Aber auch er als Rennfahrer hat mich echt erstaunt. Was haltest du von ihm als Person? Er ist eigentlich noch nett übergekommen, oder? Das ist ziemlich nett übergekommen, ja. Also kein schlechter Mensch. Also, aber eben jung. Junge, ja. Aber genau. Mir kommt er noch ziemlich erfahren vor. Also er kommt reif über, für das er so jung ist. Und er hat halt x Jahre schon Go-Kart gefahren. Auch. Das merkt man irgendwie. Das merkt man halt schon. Und, vom Denken her, ist er anders, weißt? Also nicht voll auf Fight aber nein, jetzt, zum Beispiel, wenn jetzt ich würde Lastwagen fahren, ich würde wahrscheinlich ein bisschen zu viel attackieren und immer im Kiesbett landen. Aber er macht das wirklich taktisch. Er tut überlegen, ob er nochmal attackiert oder wirklich Punkte heimbringt. Mhm. Weil er das die ganze Saison hergebracht hat, mir wirklich eine Stunde Leistung von ihm, wirklich. Das ist wirklich, ja. Ja gut, apropos Action. Was hat durch die Saison 2013? Haben wir mehr Crashes, mehr Action gehabt als letztes Jahr? Oder sehr langweiliger geworden von den Rennen her. Was hat dich gedacht? Du hast ja die ganzen Rennen noch angeschaut. Nein, also von der Spannung her dunkel, zumindest schon bei jedem Rennen etwas gewesen. Also einmal bekommst du einen Pylon im Frontscheiben, einmal fährst du gegen die Mauer oder sonst irgendetwas. Also es hat schon immer ein bisschen Action gehabt. Der Zuschauer ist etwas geboten worden 2013 im Truckrennsport. Das kann man so sagen, ja. Vor allem mit den LKWs, man sieht es ja hinter uns, ist es ziemlich immer eng und immer jetzt wieder ein bisschen Kontakt gegeben. Und Plastik fliegt immer umeinander. Immer, und dann eben, von dem Action jetzt eigentlich schon gegeben. Vor allem, der Markus Bösiger war ja involviert in einem grossen Crash, oder? Also, als der ganze Lastwagen zusammengelegt hat und sie über Nacht einen neuen... Hergebracht. Also, es ist schon etwas gelaufen, habe ich das Gefühl. Ja. Wobei jetzt, wenn ich muss sagen, ist mehr gelaufen als letztes Jahr. Schwierig ist halt zu sagen, schwierig, ja. Oder? Weil man sieht jetzt hier hinter uns wieder ziemlich nahe die Jochen Hahn, oder? Ja, aber damit du schierst, das ist schon cool an diesem Truckrennsport, der Kontakt. Oder? In anderen Rennsportarten gibt es einfach keinen Kontakt. Formel 1 Auto kannst du das nicht leisten, nein, das spielt sich fort. Das stimmt, eben von dem her, LKW hat natürlich eine andere Liga und da gibt es dann mehr Kontakt. Frage wäre nur, Reverse Grid findest du absolut wichtig, oder? Ohne Reverse Grid wäre halb so viel Action, nehme ich mal an. Das denke ich, ja. Das ist schon wichtig. Das ist schon wichtig, ja. Ja, gut. Apropos Crashes, ich habe noch einen Einspieler parat für eure Zuschauer, also für euch daheim besser gesagt. Hier der Einspieler von den Crashes 2013, kurz zusammengeschnitten im Überblick.
Das waren sie, die Crashes, die ich rausnehmen konnte. Es hat schon ein paar Mal geschädert, wenn man es jetzt alles am Stück schaut. Also heftige Sachen zum Teil. Da sind die Lastwagen ziemlich auseinandergerissen worden, ab und zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ziemlich spannende Szene. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir doch zum Markus Bösiger. Warum? Der Mann, warum wir eigentlich mitgereist die ganze Saison. Wie hat es der gehabt? Wie viele Mal war er auf dem Podest gewesen? Du weißt das nämlich, Lukas. Genau, auf dem Platz 1 war er 5 Mal gewesen. Platz 2 einmal und Platz 3 auch einmal. Ja. Also so schlecht jetzt eigentlich nicht, oder? Das Problem ist halt, dass er im ersten Rennen und im dritten Rennen nie mehr gekommen ist, einfach im zweiten Rennen. Das ist halt schon wichtig, das weißt du? Du musst eigentlich schon von Anfang an können mit. Also ja. Ja, wenn Punkte sammeln, sonst längt es am Ende der Saison doch nicht, oder? Ja, das ist dort ein das Problem. Und ja, es ist halt ein bisschen, man merkt es auch in den Emotionen, wenn er halt nicht so weit. Wenn man nicht vorne mitfahren kann, gibt das ein bisschen eine bedrückte Stimmung, oder? Oder würdest du sagen? Ja, finde ich auch. Ja. Schwierig. Schwierig, oder? Aber ich kann mir vorstellen, dass die natürlich schon ein bisschen deprimiert und dass die Motivation ein bisschen nachlässt. Vor allem, wenn jetzt irgendwie Mitte oder Anfangs, Ende Saison weisst, dass es nicht mehr von Platz 3 oder Platz 2 lenkt, ist natürlich die Energie und Power schon ein bisschen zurückgestuft. Aber, kannst du immer noch Punkte sammeln von dem her? Ja, aber jetzt gleich im Thema Emotionen. So schlecht war es ja dann gleich nicht. Also, wir haben viele Emotionen von den Fahrern gesehen, viel Freude. Und gerade die Siegerehrungen sind immer ein schönes Erlebnis, wie man sieht, die Freude in den Gesichtern der Fahrer, die oben stehen. Genau. Oder? Mhm. Also, so ist es dann schon nicht, oder? Ich würde sagen, zeigen wir noch schnell unseren Zusammenspieler oder besser gesagt unseren Einspieler über die Siegerehrungen und Emotionen, für dass er das Feeling von der Siegerehrung auch nochmal heim, also besser gesagt ins Wohnzimmer überkommt. Hier der Einspieler von der Siegerehrungen.
Ja, das waren sie, die Emotionen vom Truckrennsport. Siegerehrungen habt ihr jetzt gesehen, wie die Fahrer auf dem Podest stehen. Der grösste Moment für so einen Fahrer sicher auf Platz Nummer 1 zu haben, bei so einem schönen, wichtigen Rennen. Und es ist immer schön zu sehen, oder? Klar, man sieht die Freude ins Gesicht geschrieben und Emotionen sind schon da. Wenn du auf dem Podest stehst, sowieso. Hast ab und zu mal eine Champagner-Dusche ein bisschen abbekommen, weil sie spritzen alle wie wild um, oder? Das stimmt, aber ich bin nicht drunter gegangen jetzt. Aber viele von den Teams, die Mechaniker, gehen gerne ein bisschen duschen im Champagner. Ja, die haben das richtig gerne, habe ich auch den Eindruck gehabt. Gut, apropos Champagner-Dusche, schauen wir mal, was nächstes Jahr abgeht. Wie siehst du die Saison 2014? Ich bin gespannt, ja. Wir wollen schauen, was es bringt. Also, was sicher spannend wäre, wenn sich im Verhältnis MAN ein bisschen etwas tun würde. Also, bis jetzt seit 2012 ist ja immer MAN. Ja, das ist langweilig, oder? Für die langweilig natürlich. Und wenn vielleicht Renault vielleicht auch wieder mal würde. Investieren ein bisschen und neue Motoren und so. Ja, die Frage das ist eben, spannend, oder? Die Frage ist überhaupt, ob Renault nächstes Jahr natürlich noch dabei ist. Das ist natürlich wo die nicht mehr dabei sind, dann sieht es schitter aus für den Truckrennsport, oder? Der ist ein MAN Cup, kann man eigentlich ja, fast ja, sagen. Nicht mehr, ja. Und dann hätten wir natürlich nicht Freude auf die Zuschauer. Was würdest du eigentlich sagen, was könnten sie noch ändern, für diesen Sport noch sagen wir, spannender zu machen? Dass du wirklich gefesselt wärst und das würdest schauen. Was könnten sie noch machen? Schwierige Frage. Also eben, was ich machen würde, ist, einfach, dass MAN nicht mehr dominiert. Oder? Weil ich meine, jetzt die das verfolgen, seit mehreren Jahren, die merken das ja auch, dass nur noch MAN. Klar. Und wenn jetzt davon kannst ausgehen, ja, nächste Saison wieder Jochen haben und so, was bringt es? Also wenn da ein Abwechslung wird ins Spiel kommt. Also zwischen den Marken meinst du jetzt? Dass mal ein Bagheera eventuell Europameister werden könnte, Renault, das ist einfach ein bisschen mehr. Ja, mal ein bisschen Abwechslung, oder? Ich meine, wenn es immer Jochen Hahn seit x Jahren ins Ziel fährt, ja, irgendwann hast du es gesehen. Und, wie findest du, dürften sie die Trucks ein bisschen schneller machen? Oder dürften sie schneller fahren, mehr Leistung haben? Ja. Oder was denkst du? Ich weiss nicht, die haben ja ziemlich Gewicht. Und wenn du dann hier noch schneller kommst und dann immer in eine Wand reinfährst, dann sieht es dann langsam bitter aus. Also, man hat es ja gesehen bei Markus Bösiger, wo es dort die Hälfte von der Mauer mitgerissen hat. Genau. Also, so ungefährlich ist es nämlich nicht. Nein, aber nicht. Ja, was würde ich sagen? Eben, vielleicht das MAN bzw. TRO. Einfach das noch ein bisschen dass es besser ein anders geregelt wird. Eben mit den Restriktoren, wie wir auch gehört haben, von Markus Bösiger schon, ist, wäre ja da etwas im Tun, aber MAN hat da ja nicht zugewilligt. Ja, hoffen wir auf jeden Fall auf eine gute nächste Saison, auf eine spannende nächste Saison. Ja, wir würden uns sicher freuen, eben auch da wieder ein paar coole Berichte zu erstatten. Ja, weil die Fahrer sind ja ein bisschen neu dazugekommen, von dem her hat es ja ein bisschen neuen Wind gegeben, das Ganze. Ja. Und jetzt hoffen wir eigentlich nur noch, dass das wirklich so weitergeht, dass wir auch nächstes Jahr ein spannendes Truck Race hier filmen können und dass das so weitergeht, oder? Finde ich auch, ja. Gut, jetzt kann ich euch daheim eigentlich nur noch über etwas informieren. Nächste Meldung, nächste Truck Race hier auf Schweiz 5, berichten wir über die FMS aus Huttwil. Dort geht es um die Schweizer Rennfahrer, also Dominik Egerter, Leute ist auch dort. Also einen Bericht machen wir dort, da sind 800 Personen dort eingeladen. Wird also ganz sicher auch sehr, sehr spannend. Also schaltet auch nächste Montag wieder ein. Es heisst Truck Race TV hier auf Schweiz 5. Jetzt kann ich nur noch sagen, merci Lukas, dass du zu mir ins Studio hier bist gekommen. Danke Kevin, immer wieder gerne. Auf eine gute Saison und hoffen, dass wieder Vollgas durchgestartet wird. Und jetzt dürft ihr daheim auch wieder Vollgas durchstarten. Bleibt weiter auf dem Programm von Schweiz 5. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Ciao zusammen.